Es brennt kein Licht mehr, es treffen sich da draußen keine Leute oder sonst irgendwas. Ohne Zack, wirklich. Ich bin maßlos enttäuscht von ihm. Sich nicht bewegt, ist zu viel verlangt, ich glaube nicht. Jetzt nochmal für alle, wenn Dienstschluss am Sonntag oder im Endeffekt Nachtruhe um 12 ist, es brennt kein Licht mehr, es treffen sich da draußen keine Leute oder sonst irgendwas. Haben wir uns da jetzt mal verstanden? Ja. Jawohl! Ist es klar jetzt? Jawohl! Reißen Sie sich gleich zusammen. Habt ihr selber gebunden? Nee, ich kann das immer noch nicht. Wir haben binden lassen. Ein Tausch gegen was war das? Ein Tausch gegen ein Muffin. Darf ich dir einmal so? Ja, fass mich an. Wir sammeln Heuer für den Erhalt der Kriegsgräbersteppen. Das ist die jährliche Haus- und Straßensammlung, die jedes Jahr stattfindet. Und die ist ein Teil der Finanzierung des Volksbundes insgesamt. Wir sammeln im Jahr seit den letzten 5 Jahren im Schnitt 125.000 Euro. Also nicht weniger, aber auch nicht mehr geworden. Das hat sich so eingependelt. Wir fahren durch den Hof und sammeln Gelder ein für den Deutschen Kriegsgräberverband. Also, heute sammeln wir ein bisschen Geld, ein bisschen Spenden. Aber heute ist die Haus- und Straßensammlung offiziell. Volksbund Deutsche Kriegsgräber. Für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wir finden das eine gute Sache, oder? Wir finden das eine gute Sache, dass wir heute leider durch die City laufen müssen, um Geld zu sammeln. Ist eine gute Sache, aber selber zu laufen, von Haus zu Haus, ist nicht so mein Fall. Wir hoffen natürlich, dass in unserer Street oder in unserem Viertel, in unserem Ghetto nette, höfliche Menschen vor. Nette, höfliche und hübsche Menschen sind. Also wir haben jetzt so eine schöne Mappe bekommen. Da ist das gleich einmal hier einmal unser Gebiet eingezeichnet, wo wir gleich von Tür zu Tür gehen dürfen und dann klingeln dürfen. Vielleicht kriegen wir auch zum Sprechen einen Kaffee oder einen Tee oder eine Toilette. Seid ihr schon nervös vom ersten Klingeln? Ja, ich weiß nämlich noch gar nicht, was ich sage. Also ich will nicht gleich klingeln und mir da Häupter irgendwas sagen. Einfach auf Hof gehen, nach hinten. Nein, das ist aus Friedensbruch. Für das erste Mal gerade lief das ganz gut, denke ich. Nee, habe ich nicht. Hallo. Thank you very much. Hallo, guten Tag. Ja, also wir sind noch unterwegs. Bis jetzt läuft es eigentlich ziemlich gut. Man kann so pauschal sagen, jeder Dritte macht auf. Sehen wir mal, wie es weitergeht. Ja, es ist doch alles toll. Die jungen Mädel, die gehen dahin. Sie laufen rum. Das kostet so viel Überwindung, ne? Für sie ja auch.
praktisch betteln von den Leuten und das muss man schon. Ich habe jetzt leider nicht mehr da gehabt. Ja, ich weiß, wie das ist. Wir haben das damals ja auch gemacht. Das ist halt blöd, wenn man da was weiß ich. Bei 20 Haushalten, wo man klingelt, bei 18 abgewiesen hat, das ist halt doof. Aber ich habe da was am Rand mitgekriegt, dass ein paar von meinen Kollegen in Afghanistan gerade erschossen worden sind und so. Ich musste da zu meiner Zeit möglicherweise nicht ausrücken. Kann ich mich direkt stören, wenn Sie schon hier sind? Ich bin schon hier, aber nicht von da. Nein, aber wir sammeln gerade für den Volksbund Deutscher Schiedsrichter und fragen, ob Sie was spenden würden. Okay. Wenn das okay ist. Dann würden Sie dann auch direkt aufschreiben mit Namen. Dürfen wir einmal Ihren Namen wissen, Ihren Namen? Brauchen Sie eine Quittung oder? Na, brauche ich nicht. Viel positives Feedback bisher. Ja. Keine Beleidigung oder kein böser Blick, also alles gut. Wir sind jetzt am Ende unserer Sammelaktion angelangt. Wir sind fertig. Haben unser Revier durch. So sieht's aus. Mit dem Ergebnis so zufrieden? Mit dem Durchschnitt so? Ja, wir haben gut Geld eingesammelt. Dafür, sag ich mal, dass fast die Hälfte der Häuser nicht aufgemacht hat. Also Leute, wir haben jetzt einen Plan. Richtung Eisdiele. Sobald der Soldat Zeit hat, kümmert er sich um sich selbst. Genau, ist Verpflegungszeit. Hallo? Geh mal weg mit deinem schönen Kopf. So. Hör auf zu lachen. Was haben wir? Wir haben knappe 90 Euro. Gerade ist noch zu unserem Glück eine Wandergruppe vorbeigekommen. Haben wir natürlich auch gleich gefragt. Flammkuchen. Und Ende. Ja. Also wir sind jetzt gerade zurück vom Spendensammeln und sind jetzt wieder am Bus. Die Route ging irgendwie tatsächlich sehr schnell rum. Es waren nicht so viele Leute da wie gedacht. Oder es haben nicht so viele Leute aufgemacht. Aber Annie und ich waren ziemlich erfolgreich. Wir haben 48 Euro eingesammelt. Ja. Ja, Freude ist da. Ja, was uns erwartet, wenn wir wieder in der Kaserne sind, seht ihr gleich. Peace. Genau. Wir laufen gerade zurück. Hoffentlich in den Schloss. Ich bin maßlos enttäuscht von Ihnen. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen noch nicht im Hirn angekommen ist oder ob Sie keinen Bock haben oder ob Ihnen das komplett scheißegal ist. Es kann nicht sein, dass es auf dem Boden aussieht wie Scheiße. Das ist jetzt das allerletzte Mal. Wenn Sie sich jetzt nicht zusammenreißen, in den letzten paar Wochen, dann raucht es dermaßen, dass sie mich nicht mehr grüßen wollen. Schwörchen. So ein Verhalten ist mir von Offiziersanwärter, noch nicht untergekommen. Sie können froh sein, dass ich heute keinen Bock habe zu schreien. Nehmen Sie sich das, was ich gerade gesagt habe, zu Herzen? Ich weiß, dass ich mal Spendenbogen nicht zu habe. Nein, das ist sauber. Aber. Meistens am Anschluss bekommen, weil sie immer zu faul sind, nach. Wenn wir schnell sind oder wenn wir schnell unser Zeug auf Stube bringen sollen und dann wieder antreten, weil die meisten dann immer nur den Spind aufsperren, das Zeug verstauen und dann halt nicht mehr zusperren, denke ich. Ich habe auch gehört, es sollen Bierflaschen offen rumgelegen sein und Magazine, die rumstanden, das geht halt nicht. Wenn jemand Anschluss bekommt, dann wir alle zusammen natürlich. Und versuchen wir uns halt gegenseitig jetzt in Zukunft zu helfen oder darauf anzusprechen. Alright. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our flight to London Heathrow. Please come in. Wir fliegen jetzt nach London. Tschüss. Man fühlt sich einfach schlecht. Wir haben uns auch schlecht gefühlt und hier war nichts, aber das mussten wir ja im Vorhinein. Alter, das war doch mal ganz zunehmend. Wir haben Bierflaschen draußen gelegen. Ja, das ist eine Dummheit. Ja, aber was finde ich, warum machen die das? Heute haben wir Spenden eingetrieben. Wir haben Schutzgeld verlangt, damit nicht nachher die Russen einmal bei denen vor der Tür stehen. Nein, Spaß. Hat Spaß gemacht, war, ja, anders. Gut. Jetzt umziehen in Sportklamotten.
Zu befolgende Maßnahmen. Weltkrieg. Oh. Also wie ihr seht, sind wir alle neu krank. Alle keine Lust auf den Dienst heute. Nein, Spaß beiseite. Wir gehen jetzt zum BFT. Anfang der Arge hatten wir eine. Und heute zum wiederholten Male. Um zu gucken, ob wir uns gebessert haben oder gleich geblieben sind. Oder sogar vielleicht verschlechtert. Also bleibt dran, es wird interessant. Wir schwitzen gleich wieder. Jetzt sind wir in den letzten zwei Wochen und machen den zweiten BFT und schauen, wie weit sie sich gesteigert haben, ob sie sich gesteigert haben. Aber das sind, eigentlich ist immer der Fall. Also die haben sich alle gesteigert zu 100%. Ich denke schon, dass ich ein bisschen besser bin. Prinzipiell ist eigentlich keine Deckung schwer, aber in der Mischung und gleich ineinander. Man fängt mit Pendellauf an, das ist schon anstrengender, aber... Wie war deine Zeit diesmal? Besser. Und was besser als beim ersten Mal? Nö, ist ungefähr gleich geblieben. Ich habe mich auch nicht richtig mitgeschrieben. Komm, bleib noch. 1,55. Ah, besser als letztes Mal. Wir gehen jetzt zum Klimmhang. Klimmhang ist kacke. Ich weiß nicht, wer jetzt den Spaß ausgedacht hat, aber das macht echt keinen Bock. Weißen, komm. Schön atmen. Acht Sekunden. Heute ohne Frühstück ganz motiviert, ehrlich gesagt. Ich bin zufrieden. Da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber da fehlt der Ehrgeiz heute Morgen irgendwie. 63. 65 Sekunden. Und? Zufrieden? Ja, ist eigentlich keine schlechte Zeit, aber das lag nicht in der Kraft. Man rutscht einfach irgendwann ab. Aber es ist halt auch was anderes, wenn man das im Fitnessstudio mit Handschuhen macht und dann nicht an der Stange abrutscht, sondern wirklich nur auf Kraft geht, als wenn man hier noch dranhängt. Und ja, ist auch okay. Also, mei. Man soll ja 5 Sekunden schaffen und die habe ich geschafft. Das ist alles gut. Ja, Power 50, 28. Letzte Mal war es über 1 Minute und das wollte ich eigentlich schlagen. Doof. 5, 2, 3, 4! Wir haben jetzt die 1000 Meter Lauf. Letzte Disziplin im BFT. Mit am entspanntesten, weil man so ein bisschen sein eigenes Tempo machen kann und mal so ein bisschen Cooldown-Phase drin machen kann. Also ich denke mal, das wird wieder ein bisschen mehr meine Disziplin werden, wie der Pendellauf. Also wir müssen die 2,5 Runden unter 6 Minuten 30 schaffen. Beim ersten Mal schon die Zeit gehabt. Da war ich bei 5 Minuten noch was, also knapp über 5 Minuten. Stand ich halt gar nicht im Training und jetzt haben wir ein bisschen mehr Ausdauer. Also ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Fertig, los! Drei, 56. 43. Annie, hast du dich zum letzten Mal verbessert? Ja. Ja, aber ich sag mal, so nach dem. Wie viele Sekunden? 30. 3,23, oder? Mich auch. Ja, ist okay. 23. Möchtest du deinen Jäckler wieder haben? Ja. 440. Verbessert zum letzten Mal? Ja. Sehr viel. Selbstständig zum Zuggebäude springen, im locker leichten Laufschritt, Marsch, Marsch. Wir sind jetzt durch mit dem BFT, laufen jetzt zurück. Kürzer! Ja. Ich hoffe, ich bin durch. 6, 2, 3, 4! 6, 2, 3, 4!
Wir sind jetzt gerade wieder zurückgekommen vom BFT. Hatten jetzt den Befehl, erstmal Körperpflege zu betreiben. Ganz entspannt. Ich werde auf jeden Fall eine Kleinigkeit erstmal essen. Und es war schön. Landjäger. Also wir haben Bilder gemacht beim Biwak und die werden jetzt für alle mal unterschrieben. Haben wir hier auch das Bild. Ist echt Hammer geworden, finde ich, oder? Wie hier unser Gruppenführer so schön am Grinsen ist. Ja, voll cool. Und wahrscheinlich nur das Bild hier mitgenommen, wo er am besten nachschaut. Hast du schon Raum? Und wer hat das Bild bekommen? Das Bild hat die ganze zweite Gruppe bekommen. Beste Gruppe mit dir. Die zweite Gruppe bekommen. Als Erinnerung an Biber. LOL! Die Stube. Da? Ja. Was ist damit? Spiel. Spielchen. Aber liebe Zuschauer, im Regelfall habt ihr natürlich nicht so tolle Mädels wie ich hier. Was ist? Aber ich hatte Glück. Wir können das jetzt erzählen, das ist Hector und das ist Elisabeth, das ist Hector und das Herbert. Das begleitet uns schon seit Tag 1. Aber Herbert, nein Herbert begleitet uns seit Tag 1. Es hat leider keine Uniform an, aber es ist Flecktarn, also es wird nicht erkannt in der Natur. Nein, ja. Würdest du sagen, ihr verliert langsam den Verstand? Alles gut. Also ich würde sagen, wir sind voll hier, voll bei Verstand. Wie ihr seht, noch lachen wir, aber morgen ist purer Ernst. Wir haben morgen unsere Rekrutenüberprüfung und jetzt noch ein bisschen Praxis. Da müssen wir noch einen Rucksack packen und dann ist endlich der Tag vorbei. Und wir hoffen, dass kein Nachtalarm kommt. Oh ja. Aber wenn ihr wissen wollt, wie wir uns so schlagen und ob wir richtig lagen mit unseren Vermutungen, ob Nachtalarm zum Beispiel kommt, schaltet gerne morgen wieder ein und schaut auch gerne auf Instagram und Facebook vorbei.